Wir sind wieder mal hinter den Kulissen und damit herzlich willkommen zum Volkstadel. Wir besuchen da natürlich wieder alle Künstler und die Carla, die ist jetzt an meiner Seite. Die kennt man vielleicht von den ehemaligen Schäfern, die sich ja in Corona-Zeit leider Gottes aufgelöst haben. Aber ich glaube, über Corona wollen wir nicht mehr reden. Jetzt geht's mosaikartig weiter, oder? Ganz genau, es geht mosaikartig weiter. Corona ist abgehakt. Es ist eine sehr erfahrungsreiche Zeit gewesen. Mhm. Und wir sind voller Mutes und voller offener Blick nach vorne. Und alles wunderbar. Und wir freuen uns, dass wir heute bei euch sein dürfen. Ja, und ihr seid ja Wiederholungssitter. Ihr wart vielleicht damals als Schäfer schon bei uns, jetzt ja, als Mosaik? Ja jetzt als Mosaik jetzt das erste Mal, aber mit der Schäfer mit Sicherheit schon ein paar Mal. Immer barfuß, heute? Haben wir Schuhe an. Wieso? Weil es draußen regnet und schneit. Ja, aber herinnen nicht. Ah, hier herinnen nicht. Ja? Nee, wir haben extra Stroh aufgelegt. Ja. Da ist auch nicht so angenehm zum Gehen, oder? Mit Schuhe oder barfuß? Barfuß auf Stroh. Barfuß auf Stroh ist super. Super weich, ganz toll, warm. Also ist echt schön. Aber mit Schuhe ist auch nicht schlimm. Auf der Holzbühne ist es vielleicht auch besser, damit man sich da nichts holt. Aber wenn wir schon gehen, dann machen wir wenigstens zuvor noch mega Musik und ihr als Mosaik macht das. Ich sehe schon, du bist aus der Maske, du bist schon im Dirndl. Ist das so eure Linie jetzt an als Mosaik, Dirndl, oder seid ihr da ein bisschen anders aufgestellt zum Teil? Wir richten uns da ganz nach dem Publikum, nach dem, wo wir auftreten. Also Mosaik, so wie wir uns auf den Markt gebracht haben, war schick im schwarzen Hösle, der Michael, Sakko, schwarzes und ein weißes Hemd. Wir Mädels, die Marina, hat ein schönes weißes Kleid angehabt. Ich hatte so eine tolle Schleppe hinter und einen Minirock und alles wunderbar. Aber heute haben wir gedacht, bei so einer tolle Kulisse, da passt das. Passt einfach nur ein Dirndl, genau. Und gestern nicht haben wir, leider nur, das ist optimal. Super, sag ich doch. Und gestern haben wir eine Fotosession gehabt in Seefeld in Tirol. Ja. Da sind wir natürlich auch im Dirndl aufgetreten. Ich glaube, da lassen wir uns einfach überraschen. Wann geht es eigentlich los? In gut 2 Stunden, also der Countdown, der wird ja schon gezählt. Das Spitzbur ist schon wieder ein Spitzbur, so wie es eigentlich gehört. Ja, die Probe steht noch aus. Ich drücke toi, toi, toi. Ich sage toi, toi, toi und dann wird schon funktionieren, oder? Ja, das funktioniert. Wir sind total. Darf man das sagen? Alte Hasen? Ja, wir sind alte Hasen. Also vom Alter her. Jung geblieben. Jung gebliebene alte Hasen. Ja, also das Alter verraten wir jetzt nicht, aber wir sind jung gebliebene alte Hasen. Genau. Weil egal wie man es dreht und wendet, wir bleiben immer jung. Als Musiker immer. Die Musik hält jung, frisch, vital. Genau. Ja? Ganz genau. Also? Dranbleiben. Gleich geht's weiter mit hinter den Kulissen und auch mit Mosaik. Denn jetzt geht die Sonne auf, der Tag ist erwacht. Wir haben so vieles vor, was dir und mir Mut und Freude macht. Denn jetzt geht die Sonne auf, das Leben ist schön. Lass uns gemeinsam Hand in Hand. Hinter den Kulissen im Stroh sucht man natürlich eines vergeblich, Klee. Aber wir haben sie gefunden. Irgendwo. Grüße dich. Du schaust ja heute mega aus. Findest du? Ja. Danke. Alltagsoutfit, oder? Ja. Ja, schon? Ja, schon. Na, aber du sagst, es sind ja im Vorgespräch schon ein paar Personen und Musiker entgegengekommen und gesagt, du schaust toll aus, das passt. Und du sagst, naja, das ist alltäglich. Ja, immer Jeans, das ist schon eher alt. Jeans, gut, das habe ich auch. Cowboy-Stiefel jetzt in. Habe ich nicht, ja. Und das ist halt ein bisschen sexy, ja, da kann Oberteil, aber es glitzert nicht, schau, es ist eher normal. Macht ja nichts, muss ja nicht immer glitzern. Hauptsache, du strahlst und funkelst. Ja, genau, das ist wichtig. Ja. Der Mensch ist wichtig. Ja. Aber ich habe mir sagen lassen, du hast ja mehrere Outfits heute mit, dass du dich dann wirklich auf die Bühne einlassen kannst, auf das Publikum einlassen kannst. Oder ist auch Frauensache? Warum weißt du das schon alles? Ich habe deinen Koffer schon ein bisschen durch. Also darf ich sagen, entschuldige. Also ich bin schon sehr überrascht. Aber bitte, ja, Herr Einiger, mitgenommen. Ja? War doch ein bisschen aufgeregt. Dich kennt man ja in erster Linie als Coversängerin, aber dann hast du mal gesagt, hey, es wird Zeit, dass wir mehr daraus machen. Wie schaut es jetzt denn eigentlich aus? Ja gut, mega. Ich habe mein erstes Album gemacht, ja? Das ist, hätte ich mir nie gedacht. Ja? Also, dass ich einmal so ein Glück haben werde, dass Leute für mich Lieder schreiben und ich die dann rausbringen darf und jetzt mit einem Album dastehe. Also Herz, was willst du mehr? Ja, da kann man nur den Hut sofort ziehen. So, ich will immer beim Reden. Den Hut willst du von mir ziehen? Ja, bitte. Ja, ich habe ihn nicht da.
Aber du weißt, was ich meine. Aber wie hat das eigentlich angefangen mit Covermusik und welcher Stil war das? Ja, dass du gesagt hast, da gehe ich voll ab, das taugt Sinn, dass ich dann meinen eigenen Stil daraus finde. Also mit eigenem Stil finden ist da überhaupt nichts mit Covern. Also es war ein Wahnsinnsgeschenk für mich, dass ich überhaupt einmal singen durfte und konnte und ja, ich einsteigen durfte in verschiedenen Bands und das ja oft machen durfte. Ja, und dann das mit den eigenen Liedern singen, das war noch ein überdrüber Geschenk. Und was machst du noch, bis es zum Auftritt kommt? Du bist ja sehr lustig. Nervöseln, ein bisschen Smalltalk führen, weil es sind ja viele Künstler da, ganz liebe Leute. Heute haben wir so eine Art Generationentreffen, heute ist wirklich alles da, gell? Ja, und ich muss sagen, also von Mosaik, die Sängerin, die hat mir die Haare gemacht. Wahnsinn, oder? Ja. Ich habe auch seinerzeit mit dem Lockerstab gekämpft. Jetzt siehst du, was dabei rauskommen ist, aber bei dir ist es top. Ja? Nicht so lang benutzen, musst du den dann wegnehmen. Nein, jetzt natürlich nur noch Spitzen schneiden. Zu spät. Ja. Mehr wird nicht drin sein. Ja, danke. Danke für dich. Wie kommt man auf den Namen? Seid ihr so oft unterwegs, dass es nachher schon gebrannt hat in den Wadeln? Ja, es ist ein Wortspiel, es heißt eigentlich Wadelmadeltreiber. Es ist aus einem alten bayerischen Buch, das was wir gefunden haben. Es waren früher Ehebrecher. Ja, aber du bist... Oberfeldtreiber abgeleitet. Ja, da haben wir jetzt... Darf man das machen, so einfach so ableiten? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt gar nicht. Nein, der Name ist ja egal. Geschützt, also es ist durchgegangen und es ist ganz lustig, weil keiner hat sich da von irgendwas vorstellen können. Ja. Und ja, ein bisschen was anderes halt einmal. Ja. Was sollen wir uns jetzt aber vorstellen? Ihr seid ja gleich auf der Bühne, man merkt, es geht schon los. Uniform dürfte schon mehr oder weniger passen, die Brille auf jeden Fall. Was hören wir da? Naja, es ist ein bisschen, ich bin ein großer Schürzenegger-Fan gewesen in der Kindheit. Natürlich, wir machen ein bisschen Alpenrock, sage ich. Es ist sehr Austro-Rock-lastig angehaucht. Falco-Sachen haben wir im Beto jetzt nicht, was wir heute präsentieren. Aber es ist, sage ich einmal, Alpenrock, wenn wir es so nehmen. Wir haben die eigene Schiene Austro-Rock kreiert und ja, die Volksmusik ein bisschen. Also ein bisschen kombiniert, ein bisschen Volksmusik, ein bisschen Rock, alles mit dabei, das seid ihr. Wie lange gibt es euch schon in der Konstellation? Du bist ja auch solo auch unterwegs, gell? Naja, die Konstellation, die ist jetzt eigentlich erst seit vor Corona, wie die Pandemie war, und zwei, drei Jahre haben wir das probiert, das Projekt. Ich bin solo unterwegs gewesen, unter anderem mit vielen großen Künstlern, Andreas Gabalier und Co. Habe ich mein Solo-Programm gemacht und jetzt probieren wir halt ein bisschen was Neues machen mit Band, mit Bläser, auf die Art von Bosshaus. So ein bisschen was, ja, ein bisschen was Eigenes. Wie schwer oder leicht ist es eigentlich, was Neues in der Art und Weise dem Publikum zu präsentieren? Die wollen ja meistens das Gewohnte, oder? Sehr, weil es gibt es schon. Es gibt alles schon. Und dass du heute was Neues erfindest, ist fast nicht möglich. Und man probiert seinen eigenen Sound zu kreieren, aber dass ich jetzt irgendwas neu erfinde, das ist nicht möglich. Müssen wir uns der Tatsache ins Auge schauen, sagen wir mal. Ich kann nichts neu erfinden. Kannst du gar nicht mit der Sonnenbrille? Nein, die Sonnenbrille habe ich immer auf. Ja, da drinnen blinkt das Licht so. Nein, Spaß. Das war das Bier zuvor, oder? Alkohol trinken wir sowieso gar keinen. Das ist so, hochanständig. Hochanständig, weil Kinder schauen die auch zu. Ja. Nein, was Neues kreieren, das ist immer schwierig. Wir versuchen einen eigenen Sound zu machen. So schauen wir halt, wo die Reise hingeht. Das Wichtigste ist, dass es Spaß macht. Ja. Und wenn es keinen Spaß mehr macht, dann ist eh der Zeitpunkt da, dass man sagt, danke, das war's. Du, ich habe schon im Hintergrund das Signal. Dominik, es hat mich gefreut, jetzt mit dir zu planen. Aber jetzt müssen wir die Bühne ein bisschen freigeben. Wir sind halt hinter den Kulissen, aber vielleicht sehen wir uns ja wieder. Danke fürs Erste. Danke. Viel Spaß. Servus.
volle Formation hinter den Kulissen hier beim Volksstadl. Und letztens haben wir ihn schon einmal da gehabt, den Steiner Franz. War ein bisschen anders gewandert, jetzt als Vollgurt natürlich in der Gruppenformation schneidig unterwegs. Servus. Servus, genau so gehört's. Es ist ein Muss, Vollgurt ist wahrscheinlich auch die Musik, aber Bilanz, ihr das die kennen, gell? Es ist eigentlich eh relativ angezogen, den Rest dann bei der Sendung, gleich in ein paar Minuten. Also man merkt, ich habe euch wirklich jetzt herausgefischt bei der Garderobe, aber hinter den Kulissen ist es einmal so. Wen hast du denn da alles mitgebracht jetzt, wer ist denn das alles? Das ist jetzt die Gruppe Vollgurt aus der Steiermark und aus Kärnten, den Roland, den Ossi sehe ich gerade, dann ist der Geri und der Walter, also wir sind ja in wandelnden Formationen eigentlich zu haben, der Roland hat nicht immer Zeit, war früher bei den Mürztalern, spielt bei uns, wenn es sich ausgeht und das ist jetzt sozusagen die A-Formation, wo es wirklich um alles geht und mit diesem Team haben wir eigentlich den Großteil vom Album komponiert, getextet, gemacht und ich muss sagen, das war ja das Erfolgsalbum, was mehrfach Gold gemacht hat, wo du sagst, war ein geiles Jahr. Besser kann es eigentlich nicht gehen. Aber das Ganze dann zu toppen im Kommentar, der wird schwierig, oder? Na warum? Machen ja wir. Also, wäre schwer, aber wir machen das. Da bin ich dann gespannt. Also ich freue mich auf die nächste Goldene. Also ich gönne es euch natürlich von ganzem Herzen. Was hören wir denn heute von euch? Wir haben uns eigentlich entschieden für unsere Nummer Mein Herzschlag Polka, weil der Roland natürlich das unbedingt singen wollte für sein Haserl. Sie ist heute im Publikum und da freuen wir uns drauf. Jetzt muss ich ganz kurz sagen. Kannst du den Text schon? Beim Oberfahren habe ich ihn ein paar Mal probiert, das tut schon. Ich sehe schwarz, ganz ehrlich gesagt. Also den müssen wir noch üben schicken. Und dazu noch ein bisschen kärntnerisch und natürlich nicht nur kärntnerisch, sondern dreisprachig. Servus, Sretschno, Ciao. Verstehst du, das ist Französisch, Englisch und ich weiß nicht mehr genau, aber es ist auf jeden Fall auch von aber uns. Aber ob du so richtig bist, weiß ich da jetzt auch. Irrsinniger Erfolgstitel, 25 Wochen waren wir mit den Titeln in der Musikparade ganz vorne und ich muss sagen, haben auch nicht so viel geschafft, also war auch geil. Gefällt uns einfach. Voll gut. Bleibt ihr dann in dieser Formation, also oder auch trachtig oder seid ihr ein bisschen moderner unterwegs? Nein, das bleibt das genauso, bleibt so. Das taugt die Weiber, das passt. Alter Verwalter. Also jetzt wird es richtig kernig, wie ich merke. Was haben wir denn sonst noch? Oder sind es diese zwei Titel, habt ihr noch was anderes vorbereitet? Was habt ihr sonst noch vielleicht noch im Repertoire, wer euch noch nicht kennt? Im Repertoire haben wir alles. Also wir spielen von Volksmusik, Borisch, Polka, Walzer, alles, bis modern, bis AC/DC. Wir spielen natürlich auf der Bühne alles, was sich das Publikum, das geschätzte Publikum, auch die Damenwelt wünscht. Und wir sind natürlich eine von den fetzigsten Bands, die es überhaupt gibt. Und das taugt nicht nur in die Mädels, sondern auch uns in die Buben. Also wir spielen alles. Und da ist wirklich ganz egal, was die Burschen spielen. Unterm Strich ist eins wichtig, wenn sie Musik machen, dann ist die voll gut. Genau. Dankeschön. Gern. Und jetzt schicke ich euch noch auf die Bühne zum Proben. Und du gehst nochmal ins Kammerl Text lernen, oder? Ja, ich muss zwar ins Auto vorher meinen Text holen, aber das werden wir schon schaffen. Ich wusste, irgendwo war das noch. Also drück mal den Burschen die Daumen, die brauchen es wirklich. Du mein steirer Mann, du hast mir den Kopf verdreht. Du mein steirer Mann, ich denk an dich von früh bis spät. Ich würde alles geben, wärst du nur bei mir. Du mein steirer Madel, ich schenk mein Herz dir dafür. Der Volksstadl, der neigt sich wieder mal dem Ende. Auch wir hinter den Kulissen sind am Ende, denn es war heute wieder einmal ein Wahnsinn. Vor allem er hat uns wahnsinnig gemacht mit seinen Tanzeinlagen. Spitzbuhr, was ist dir eingefallen dabei? Ja, das ist spontane bei uns, ja, das wissen wir nicht, was so richtig passiert und dann kommt nicht sowas raus, gell? Aber mit meiner Figur kann man das schon leisten. Stefan, ja. Das wäre was für dich, das könntest du mal du auch leicht mitmachen. Ja, schnittig bin ich ja, was das angeht, verstehst du auch, wenn die Martina anfängt zu lachen, aber gut, das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, das ist was anderes. Ja, hallo? Ja, weiß ich, aber du machst das auch wirklich gut, haben wir schon mal gesagt, und jetzt, weil wenn wir die nicht hätten, wir hätten jetzt mit Hintergrundwissen erfahren hier. Ja, ein bisschen was kann man immer wieder entlocken. Was ist denn zum Beispiel etwas, was man von dir noch nicht weiß? Sehr vieles. Aber das dauert. Für das haben wir leider keine Sendezeit. Wenn das alles verraten würde oder einen kleinen verraten würde, dann wäre es. Du, wir können auch nächste Woche weitermachen. Guck mal, das Einzige, was ich jetzt mal verraten könnte, wäre meine Größe. 1,63. Du redest von Größe? Ja, schon, aber nächste Woche verrate ich euch das Gewicht. Das wird garantiert auch keiner wissen. Wissen wir aber eines, wenn wir nächste Woche zu Gast haben?
jetzt weiß ich gar nicht. Alexander Maria Helmer weiß ich, das weiß ich auswendig. Genau, dann ist noch dabei, weiß ich jetzt gar nicht auswendig, du hast mich überrascht. Siehst du, dann lassen wir uns einfach überraschen. Ich habe das Drehbuch noch nicht einmal gekriegt. Hast du das Drehbuch schon? Nein, warum? Aber es sind einfach so Kandidaten, die ich mir wünschen würde. Weißt du, was auch interessant wäre? Die Tiger. Tiger, ich glaube, die habe ich gelesen. Die hast du mal dabei. Also nächste Woche schon dabei. Ich habe nächste Woche schon dabei. Ja, nächste Woche? Stimmt, du warst da mehr wie ich. Ja, freilich. Ich bin ja auch hinter den Kulissen tätig und deswegen weiß ich das schon vor dir. Das stimmt. Ja, wenigstens einmal weiß ich was vor dir. Ich bin vor den Kulissen, hinter den Kulissen, weißt du, auch hinter den Kulissen mehr wie ich vor der Kulisse. Ja? So, also kannst du das jetzt ein dreimal sagen? In Reim. Nein, in Reim nicht, aber dreimal hintereinander. Also, du bist hinter den Kulissen, ich vor den Kulissen und du hast hinter den Kulissen mehr vor. Wir haben einfach keine Sendezeit mehr. Damit sagen wir danke, dass wir hinter den Kulissen eine weitere Ausgabe hier im Volkstadl. Unser Spitzbub Markus natürlich auch nächste Woche wieder mit dabei. Ich hoffe, dann vielleicht ein bisschen rasiert. Aber also gut, das nein, geht bei mir, so das bleibt. Das ist unser Markenzeichen. Komm mal, ja. Älter und reif vorüber. Na, das haben die Mädels gern, habe ich gesagt. Das Problem ist, da drüben ist so eine blöde Bar und da habe ich mich mal komplett rasiert, bin ich rein aus und nach einem Ausweis gefragt und seitdem rasiere ich mich nicht mehr. Dann war es sicher irgendwo falsch. Ich will es gar nicht wissen. Also bis nächste Woche. Ich starte jetzt wieder 21 Uhr hinter den Kulissen und ab 20.15 Uhr gibt es dann wieder den Volkstadl. Genau. Fertig.